Hallo, ihr Lieben. Heute ein für mich besonderes Video, auf das ich mich tatsächlich schon länger freue. Und zwar, ihr seht, ich bin mit Sicherheit der Letzte auf YouTube. Beziehungsweise ich habe noch gar nicht geguckt. Ich habe wirklich keine anderen YouTuber geguckt, um zu gucken, wer hat ihn denn schon verkostet, in welchem Livestream wurde er schon zerrissen oder in welchem Video wurde er in den Himmel gelobt. Aber ist mir auch egal, wie viel ihn schon verkostet haben. Ich freue mich wahnsinnig auf diesen Whisky. Ihr seht, wir sprechen hier vom Glenelechy, 4 Jahre alt. Quasi der erste Glenelechy, der wirklich unter Billy Walker lief. Ich war in der Vergangenheit ein großer Billy Walker-Fan, also egal ob Glendronach, Glen Glasow, Ben Riach, waren anfangs wirklich voll meine Destillen. Ja, und es ist ja bekannt, ich sage jetzt mal, der 8er, der 10er, der 12er, der 15er, der 18er, der was es nicht alles gibt in Billy Walkers Range oder in der Glenelechy Range, es ist eigentlich noch kein Billy Walker Whisky, weil der einzige wirkliche Billy Walker Whisky ist jener. Die Future Edition. Warum Future Edition? Ganz einfach. Es gab die Vergangenheit, die Gegenwart und eben auch die Future Edition, um uns zu zeigen, wo geht die Reise mit Glenelechy hin. Und warum ist das jetzt der erste wirkliche Billy Walker Whisky? Eigentlich ganz einfach. Billy Walker hat die Destille übernommen, hat dann den bestehenden Fassbestand, das, was in den Lagerhäusern so war, im Endeffekt schon unter seinem Namen abgefüllt. Aber der Vierer ist tatsächlich der erste, der mit der langen Maischezeit hergestellt wurde. Also wir reden hier von einer Maischezeit von 160 Stunden, wenn mich nicht alles täuscht, die längste, Entschuldigung, Fermentationszeit in ganz Schottland. Was hoffentlich einen sehr schönen, weichen Brand hervorruft. Ihr seht, ich habe hier eine verschlossene und eine Sampleflasche. An dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank an den Spender der Sampleflasche, weil somit kann ich meine große Flasche noch ein bisschen zulassen. Nicht aufgrund Wertentwicklung oder sonst irgendwas, weil kommen wir gleich dazu. Ich habe die Base nämlich nebenbei offen. Aber ich habe einfach relativ viele offene Flaschen und auch relativ viel geschlossene. Ich bin kein Spekulant, ich warte nicht auf Wertentwicklung. Die werden definitiv alle irgendwann geöffnet, weil ganz ehrlich, Whisky ist ein Getränk, zum Trinken ist er da und nicht, um damit große Profite zu machen. Das kann man auf den Finanzmärkten machen. Nein, es liegt momentan bei mir wirklich daran, ich habe relativ viel offen und haue mir fast täglich selbst auf die Finger, nicht eine neue Flasche aufzureißen, egal wie sehr sie mich reizt. Daher bin ich wirklich dankbar über dieses wunderschöne Samplefläschchen, das ich mir jetzt auch mal ins Glas geben werde, weil wir reden hier von einer Fassstärke, und zwar von einer Fassstärke mit 60,2%. Also ich würde jetzt mal stark behaupten, so ein bisschen Luft tut ihm nicht ganz schlecht. In der Zwischenzeit möchte ich euch zur Base aufklären, warum ich gesagt habe, da kommen wir gleich dazu. Also, für mich ist Whisky Base tatsächlich mittlerweile, wenn ich so manche Preise von limitierten Abfüllungen oder sonst irgendwas sehe, ist die Whisky Base für mich tatsächlich ein Spekulationsmarkt, Prinzip eBay, jeden Tag steht ein Blöder auf. Es tut mir leid, wenn ich es so hart sage, aber wir gehen jetzt mal spezifisch auf diese Abfüllung. Von dieser Abfüllung gab es 10.000 Flaschen. So steht es hier. Keine Ahnung, ob es wirklich so ist. Ich muss auch ehrlich sagen, ich persönlich war jetzt zu faul, im Rundschreiben der Firma Kirschimport nachzugucken. Beziehungsweise hängt auch hier mein Handy als zweite Kamera. Aber es gab 10.000 Flaschen für den Weltmarkt. Für den Weltmarkt klingt es wirklich nicht so viel, aber wir reden hier von 10.000 Flaschen. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, am Tage des Releases stand dieser Whisky bereits auf eBay für einen komplett surrealen und
wirklich frechen Preis. Nagelt mich nicht auf Zahlen fest. Ich weiß, es war wirklich unverschämt. Und auch wenn ich jetzt hier sehe, ich bin jetzt bei der Base nicht eingeloggt. Mir wird jetzt gerade hier nur, mir werden zwei Online-Shops und ein Durchschnittswert angezeigt. So, der billigste Preis liegt bei 130 Euro. Der Durchschnittswert bei 192 Pfund. Da reden wir von über 200, ich müsste jetzt lügen, ich weiß nicht, wo der Pfund gerade steht, ich würde behaupten 1,3 ungefähr. Da reden wir von weit über 200 Euro. Und der Whisky kam zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 94,90 €. Finde ich das schon hart für einen Vierjährigen? Im Angesicht der Limitierung und des Besonderen, ja, sonst hätte ich ihn mir nicht gekauft, muss ich auch ganz ehrlich sagen. So, das nächste ist, ich muss ehrlich sagen, mich hat es einfach wahnsinnig interessiert, was erwartet uns? Das ist auch einer der Gründe, warum ich ihn gekauft habe und ich habe ihn zum UVP gekauft. Nur um zu spekulieren, weiß ich nicht, ob ich das Geld ausgeben würde. Ich meine, es kann jetzt sein, dass der Whisky mich komplett vom Hocker haut und ich sage, ich habe noch nie so was Geiles getrunken und ja, ich würde dafür jeden Preis hinlegen. Glaube ich aber nicht, weil wir reden immer noch von einem 4 Jahre alten Whisky. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob mich der Fasstyp gerade so abholt. Ich weiß auch nicht, ob der Fasstyp stimmt. Wie gesagt, ich war zu faul, im Newsletter nachzugucken gerade. Aber laut Whisky Base reden wir hier von Bourbon Cask, Rye Cask und New Oak. In meinen Augen alles Fässer, die jetzt nicht so maximal teuer sind. Also es ist kein Sherry, es ist kein Port, es ist kein, keine Ahnung, 100 Jahre altes Cognac-Fass. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob, nee, doch, ich weiß, ich würde für diesen Whisky, egal wie gut er mir schmeckt, ich glaube nicht, dass ich über 200 Euro für einen 4 Jahre alten Whisky hinlegen würde. Ich glaube es nicht. So gut kann er nicht sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Was aber wieder beweist, dass die Preise für gerade so limitierte Whisky einfach surreal sind. Also stehen in keiner Relation. Gegenbeispiel jetzt für mich, weil ich tatsächlich jetzt vor kurzem mir das selber gekauft habe. Ich habe mir einen 28 Jahre alten Whisky, ebenfalls in Fassstärke, auch eine limitierte Abfüllung, auch wenn von einem Independent Bottler, für knappe 300. Nee, stimmt ja gar nicht. Knapp über 300 gekauft. Da reden wir aber von 28 Jahre im Fass, nicht von 4. Also, weiß nicht, steht in keiner Relation in meinen Augen. Aber wir wollen ja am Ende des Tages wissen, schmeckt das Zeug? Weil ich kann mir vorstellen, viele von euch werden davon tatsächlich ein Fläschchen ergattert haben. Und nehmen es tatsächlich so, ich stelle ihn mal in die Ecke, vielleicht entwickelt es sich im Wert, wenn nicht, habe ich was Geiles zu trinken. So, und das ist das, was ich tatsächlich hoffe, dass wir was Geiles zu trinken haben. Von daher, ihr Lieben, er hat jetzt ein bisschen geatmet, ich werde jetzt da mal vorsichtig mit dem Näschen rangehen und hoffe tatsächlich, er ist so geil, wie ich ihn auch mir erhoffe. Okay. Also das ist tatsächlich was, womit ich jetzt weniger gerechnet hätte. Also, es sind über 60%, die finde ich sehr gut eingebunden sind. Ja, klar. Es ist Alkohol da, das steht außer Frage. Aber jetzt nicht so, dass er dich erschlägt. So, dann haben wir. Es ist auch der erste gepiedete und ganz ehrlich, der Rauch kommt in der Nase. Der kommt anfangs auch sehr dominant. Und dahinter kommt eine sehr angenehme Frische gepaart. Boah, mir läuft vom Riechen das Wasser im Mund zusammen. Das will was heißen. Die Frische gepaart mit einer ganz, ganz sanften
süßen Zitrusnote, wie ich finde. Er macht auch wahnsinnig. Ich gucke mal, ob das die andere Kamera einfängt, aber ich denke mal schon. Wenn ich ihn richtig. Ja, doch, da ist es. Er macht wahnsinnig schöne Fensterchen ins Glas. Ich komme jetzt langsam in der Nase über den Alkohol hinweg. Es ist ein kaltes Lagerfeuer. Ja, es ist auf jeden Fall ein kaltes Lagerfeuer. So ein bisschen nach einem Grillabend, wenn du runtergehst. Oder einem guten Barbecue. Und das Lagerfeuer zieht noch so eine ganz leichte Rauchfahne über sich, weil es eben doch noch nicht ganz aus ist. Jetzt wird es sehr weich in der Nase. Der Rauch verschwindet auch ein bisschen. Also in der Nase gefällt er mir schon mal wahnsinnig gut. Muss ich ehrlich sagen. Ja, so ein bisschen Schärfe, klar, 60% verbirgt er nicht. So ein bisschen Schärfe ist da. Ja, aber, ihr Lieben, ich will mal abbeißen. Slange. Oh ja. Oh, da passiert was. Also klar, erstmal dominiert Alkohol und dann dominiert richtig, richtig Rauch. Wow. Mir läuft extrem das Wasser im Mund zusammen. Beim Riechen jetzt. Nochmal wirklich mehr Rauch. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Nee, sie schreiben es nicht drauf, wie viel PPM er hat. Schade. Das hätte mich jetzt tatsächlich mal interessiert. Also, was sich ja bei Glenallachie für mich durchzieht wie ein roter Faden, ist der Honig. Normalerweise habe ich ihn in der Nase. Hier würde ich sagen, habe ich im Geschmack neben ganz viel Rauch einen richtig schönen Waldhonig. Ich habe was Nussiges in den Backentaschen. Er macht auch er macht auch die Zähne wahnsinnig stumpf. Ich habe was leicht Nussiges. Ich muss noch mal kurz. Ja, ich habe Zimt und ich habe was wahnsinnig toll Bitteres. Und hinten raus definitiv immer wieder dieser wirklich gute Rauch. Boah. Das Sample war zu klein, als dass ich den jetzt mit Wasser verkosten würde. War auch tatsächlich nicht mein Ziel. Ich möchte einen Whisky bitte so genießen, wie es der Abfüller sagt, dass es gut so ist. Was schreiben Sie denn hier noch? Wonach soll er denn noch schmecken? Trockenfrüchte habe ich nicht. Dunkle Schokolade, ja.
würde ich sagen, könnte man erahnen, Apfel, ach nee, warmer Zimtapfel. Zimt ja, warmer Apfel nein. Zimt im Geschmack, Honig. Oh, das ist interessant. Pfeifentabak. Ja, doch, könnte man sich herziehen. Und Vanillatoffee. Nee, Vanille habe ich gar nicht. Aber das mit dem Pfeifentabak, das finde ich eigentlich ganz spannend, wenn man jetzt mal wirklich so einen englischen Tabak hernimmt und sagt, ey, ich möchte, dass es riecht wie bei Opa früher. Doch, das finde ich ganz treffend. Ja, oh ja, doch. Jetzt so, ja, doch, jetzt verstehe ich den Tabak. Ja. Mit dem letzten verstehe ich den Tabak tatsächlich. Ja, rundum ein toller Whisky und ich glaube auch tatsächlich, wir können uns da wirklich drauf freuen, was so in den nächsten Jahren noch so von Billy Walker mit der langen Fermentationszeit und dem langen Destillationsverfahren, dem nicht langen, dem langsamen. So ist es, den langsamen Destillationsverfahren, was uns da so erwartet. Ich denke, es ist spannend, was uns da erwartet. Ich denke, da kommt noch sehr viel Tolles, neben dem Tollen, was ohnehin schon gekommen ist, weil diejenigen, die aufpassen, die wissen, hier, da steht, also meine Flasche steht auf einem kleinen Elch-Karton. Wäre ich bereit, für diesen Whisky über 200 € auszugeben? Klares Nein. Ihr lieben Spekulanten da draußen, ganz ehrlich, macht die Flasche auf und probiert ihn. Mein Kunde hat es auch getan, sonst hätte ich keinen Sample gehabt. Ist er 95 € wert? Aufgrund der Limitierung, aufgrund der Geschichte, die dahinter steht, aufgrund 60,2%? Für mich ja. Ja, doch, würde ich schon sagen. Aber definitiv nicht über 200. Das macht keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn, weil ganz ehrlich, dann sind wir irgendwann an dem Punkt angelangt, wo, wobei an dem Punkt waren wir schon, aber dann sind wir irgendwann an dem Punkt angelangt, wo dann draufsteht, 3 Jahre alter Whisky, ich hau den für 250 € am Markt. Pff, wer soll sich den Spaß noch leisten? Klar, Preise steigen, egal ob in der Produktion oder in Rohstoffen oder was auch immer, steht alles außer Frage, aber in der Relation sollte da sein. Nichtsdestotrotz, ich muss sagen, mich begeistert der Whisky. Ich freue mich drauf, wenn ich irgendwann die Flasche aufmache, um sie dann auch mit Freunden und Bekannten zu teilen. Rundum wirklich ein tolles Getränk und ich freue mich da tatsächlich drauf, eine Flasche zu besitzen, in dem Wissen, sie aufzumachen. So, das sind meine abschließenden Worte. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Denkt ans Abonnieren, denkt ans Kommentieren vor allem. Vielleicht habt ihr den Whisky ja auch schon offen und habt komplett andere Eindrücke als ich. Würde mich freuen, da was zu lesen. Ja, ansonsten abonnieren, liken, kommentieren, ganz klar. Und bis zum nächsten Mal.